Seid gegrüßt, ihr Zugucker, und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Conquer the World. Ja, es ist Krieg. Schlimmer Krieg. Wir verrotten. Wir rotten jedes Reich aus und sind hier gerade mit dem Alexander vor der Stadt und verteidigen die Stadt. Wir könnten hier noch etwas Ding, aber wir haben zu wenig Geld, genau. Haben wir denn alles gemacht? Das letzte Mal haben wir sicher alles gemacht. Dann machen wir einfach mal. Ja, fast alles. Ist doch egal. Von mir aus. Und die haben ganz viele Schiffe dort. Also, nächste Runde. Was will der? Azteken. Der Häuptling ist gestorben. Die haben viel zu erzählen über den Häuptling. Ich wollte ja mit den Preußen irgendwas. Ich will sie bestechen und so. Und hier oben wollte ich ja noch schauen, ob die das schon... Ja. Die haben die Schotten. Die alle Schotten sind dicht dort. Die haben ein bisschen Problemchen. Und es geht wieder besser überall. Sehr schön. Und hier unten gehen wir mal weiter den Weg entlang. Ah, oh, hier alles schön erobern. Also ich... Nein, das ist nicht wahr. Jetzt haben die schon wieder gestreikt. Oh Gottchen. Iconium. Wir wollen in Iconium irgendwas machen. Und zwar ein Rathaus. 900. Trabzon, ein Hafen. Sehr schön. Dann machen wir hier doch. Ich brauche schon ein paar Soldaten hier. Ja, nein, brauche ich nicht. Ja, komm, Markt, fertig. Und Rekrutierungsbericht. Ja, toll. Wir haben hier einen Kaufmann und der geht jetzt irgendwo hin. Hier unten. Ja. Also die sind tot. Die Stadt ist mein. Oh. Wisst ihr was? Wir haben keine Belagerungswaffen. Wenn wir die ohne... Die können wir nicht... Ah, oh, Mist. Wir belagern sie einfach jetzt eine Nacht. Und gehen jetzt mit dem Spion. Mit dem Attentäter hier hin. Sehr schön. Ja, ich will es vermeiden, dass ich irgendwie das Speicher lade und so. Ich will eigentlich überhaupt nicht Speicher laden, außer am Anfang eines Parts. Ein mamelukischer Flottenverband. Ich will jetzt hier noch etwas ausspionieren. Was geht so schlecht? Lieber nicht. Wir brauchen hier den Spion. Ja, er hat noch ein paar erfunden, Osmanen. Okay. Ich will den Attentäter dazu benutzen. Ja, ganz klar. Ja, danke. Nein, jetzt ist... Das ist zu schlimm. 95% daneben und dann noch umgebracht werden. Das geht auch nur beim Ding mit Medieval 2. Euer Befehl. Bin unterwegs. Sehr gut, mein Herr. So. Hier noch ein bisschen mehr. Nein,
Was macht der? Ah, der hat einen Vertrieb. Das Problem, wie lautet sein Name? Eigentlich will ich ja die nicht angreifen. Ah ja, darum habe ich auch diese Stadt ein bisschen befüllt. Weil... So, damit die nicht angreifen. Es ist zum Schutz von deren. So. Baubericht. Wir müssen hier, was wollten wir hier machen? Ah, das Ratshaus und hier den Markt, so. Und hier machen wir jetzt wieder auf hoch. Und hier könnten wir sicher auch auf irgendwas machen. Auf normal. Hier auf. Nee, lieber nicht. Und dann greifen wir mal an, aber jetzt richtig. Mein Herr. Handel eingerichtet, gnädiger Meister. Er teilt mir einen Befehl. Wer geht weg? So, einer geht weg. Nein, einer geht weg. Eure Majestät. Er teilt mir einen Befehl. So, jetzt. Und dann noch die zwei Reiter. Ja. Dann greifen wir das nächste Mal an. Und im Schwung gehen wir wieder runter. So. Also. Ja, hier ist gar nichts los. Hier natürlich auch nichts. So. Da oben ist doch irgendwo noch einer. Da der. Einen Kaufmann, der geht hier hin. So. Weg blockiert. Dann helfen wir doch unsere Kollegen dort oben mit dem Ketzer. Sehr schön. Das ist doch viel. Besser. Also Spanien wird ganz klar unser größter Feind. Die haben schon recht viel bekommen. Die haben sich schon entwickelt. Ein venezischer Diplomat lieber nicht. Geh du mal hier hin. Dann bist du nicht im Weg. Ich reise mit Gott. Wir kontrollieren den Zugang zu diesem Hafen, Herr. Das war's eigentlich schon. So, nächste Runde. Ah, die da, die Ding. Die müssen wir ja nicht verschieben. Die Spione. Der Feind belagert uns. Ja, ja. Jetzt kommen sie mit unmöglich vielen Soldaten. Geht's noch? Was sind denn das für Unkeln? Jetzt ist es fertig. Jetzt ist es fertig. Was wollen die eigentlich von meinem Reich? Die werden sowas von platt gedrückt. Ich werde jetzt eine riesen Armee ausbilden und auf sie zumarschieren. Fertig. Ich werde sowieso den Krieg gewinnen. Den Ding, wenn ich sie frontal angreife. Hallo. Ja, hier sieht man ja fast nichts. So, weiter runter bitte. Bau abgeschlossen, kleine orthodoxe Kirche. Dann nehmen wir hier Farmgemeinschaft natürlich.
Und schöne Musik. Also jetzt zuerst hier. Ich weiß nicht, was Nachtangriff außer mehr Kommando und schlechtere Moral für die Gegner noch so für Bonis gibt für uns oder so. Aber ich nutze es einfach, weil es schöner aussieht. Ich hoffe, wir haben genug Munition. Sonst müssen wir halt nur aufs Starttor konzentrieren. Wir beginnen mit den Soldaten an der vordersten Front. Ein bisschen weit nach hinten, sonst werden wir angegriffen. So. Ah ja, die gruppieren. Jetzt nehmen wir die zwei hier außen und die drei hier innen. Wählen alle aus. Gruppieren sie. Die kommen davor. Die dahinter. Der kommt hier hin. Das Katapult kommt hier hin und hier hin. Ah, nein, in die Mitte. Die kommen hier hin. So. Die Reiter kommen hier hin. Und das haben wir alle. Schlacht starten. Und ihr schießt jetzt das Tor auf. Ich hoffe, das reicht. Da müssen wir schon fast die noch ein bisschen nach höher vorne. Ah, jetzt ist ja gut. Hoffentlich werden sie nicht angegriffen. Ja, so ist gut. Sehr schön. Sieht ja mal richtig geil aus. Also die Grafik ist recht cool für so ein Strategiespiel. Versteckte Tore, man kann nicht schauen, wie viel. Schon fertig. Die Tore sind gefallen. Jetzt müsst ihr noch die Türme wegmachen. Aber hoffentlich geht's bald. Normale Munition kommt schon. Ist zielsicherer und macht vielleicht auch mehr Schaden. Interessiert ja nichts. Es ist down. Ah.
Was ist denn das für ein Schädel? Ein Ritterschädel. Na? Fertig. Dann noch die bitte. Komm schon. Geh kaputt, blöder Turm. Ich will sehen, wie der sich zerbröckelt, wie der sich wieder kaputt in sich zusammenfällt. Hallöchen. Nicht drüber schießen. Jetzt. Oh. Hier habt ihr noch einen Turm. Dann gehen wir schon mal los. Ah, die können nicht rennen. Ob die können rennen. Ja, die anderen rennen sowieso auch nicht. Ach egal, hier haben wir sogar noch einen Bogenschützen. Unsere Soldaten haben heute gezeigt, was sie wert sind. Die Mauern des Feindes gehören jetzt uns. Nicht so schnell. Oh, der Ding greift an, der Turm. Zerstört ihn endlich. Die leben. Ding dort. Die leben gefährlich. Vielleicht ein bisschen Treffchen. Wir kommen gar keine Ding. Verluste. Den Idioten. Sehr schön. Ah, geht doch raus, bitte. Du, ihr auch da. Nur unsere. Das gibt Krieg! Antiochia. Wir kriegen Antiochia, wir kriegen Antiochia. Wir zermürben die Gegner, schlitzen ihre Köpfe auf und grillieren sie auf dem Lagerfeuer. Du. Was ist hier los? Kaffeepäuschen. Stau im Supermarkt. Ach kommt. Greift doch an. Ihr Flaschen. Ihr seid 11 Flaschen. Na, was ist jetzt hier los? Ah, der Turm ist kaputt. Darum schießt er nicht mehr. Ha! Die Flaschen sind kaputt. Wir haben so schlechte Einheiten, darum ist er nicht so stark. Unsere Männer haben das Kommando über die Stadt. Geht ein bisschen schneller, beginnt ein bisschen länger hier. Wir könnten hier noch ein bisschen. Alle auf eine Einheit. Und hier wird's zermürbt. Oh, das ist ja mal ein unfairer Kampf. Und hier sterben die Pförtchen von den Gegnern. Oh, der ist reingeritten und hat ungefähr 5-6 Stiche von meinen Einheiten bekommen. Oh Gott. Ja, kommt die Juhu. Das ist irgendwie geil. Also die Animationen wurden besser
von Rom auf Medieval 2 und seitdem wurden sie irgendwie wieder schlecht in Rom 2. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie es dort ist, aber bei Napoleon waren sie nicht so gut. Und bei Shogun 2 weiß ich es auch nicht. Das ist ein klarer Sieg, wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. 55 verloren. Okay. Ja, guter Kampf gewesen. Es kommt aber ein schwerer Kampf. Bauchschmerzen. Oh. Lobe den Herrn. Er hat uns gerettet. Gott hat uns zu diesem Sieg geführt. So. Wie jedes Mal müssen wir jetzt zuerst eine Kirche bauen, um die religiösen Unruhen zu bekämpfen. Und hier können wir eigentlich schon auf weitergehen planen. Damaskus müssten wir noch einnehmen. Dann gehen wir schon mal weiter, wenn das gut geht. Ne, es geht noch nicht so gut. Ja, Damaskus hat keinen Hafen hier. Vielleicht, nein, da drüben wahrscheinlich auch nicht. Lassen wir das Schiff mal hier. Und der Spion möchte dann bitte wieder nach oben gehen. Zu den Türken. So, speichern wir kurz für die Schlacht. Also eigentlich sind wir recht gut geschützt. Aber ob wir das schaffen? Man kann kein Schlafen Nacht für. Das schaffen wir nicht. Und sogar noch der Erbe ist hier. Wir haben keine Chance, so. Oh je. Auf in die Schlacht. Mal schauen. An eine Burgmauer diese Speerträger hin tun, dann wird schon ein Haufen gegnerischer Dinge getötet. Ja, die haben sogar Katapulte. Das ist doch eine Frechheit. Das ist eine übelste Frechheit. Also, du gehst in die Mitte. Wieso sind die immer zuvorderst? Hallo, geh in die Mitte. Die brauchen wir wirklich nicht. Hallo, aber ganz. So. Hier. Diese hin. Hallo. So, dann tun wir noch diese hier hier. Und dann haben wir hier noch eine zweite Reihe. Und die könnte sogar erste werden, wenn wir das nein, schaffen wir nicht. Machen wir noch eine breite Reihe. Machen wir allgemein eine breite Reihe. Die sind wichtiger, wenn sie breit sind. So, ja. Die Reiter gehen hier hin. Aber bitte ganz. Hallo. Och, Männchen. Die sind hier und die sind hier. Gut. Und die können die nicht dort nach oben
geht alle hier in die. So. Sehr schön. Also warten wir es. Die hauen ab. Ja, das sind gar keine Katapulte. Nein, das ist jetzt nicht wahr, dass die nicht angreifen. Weil sie keine Einheiten haben. Oh Gott. Sie haben keine Einheiten an diesen Teilen. Die greifen jetzt nicht an. Ach, Dummheit von einer KI, grenzenlos. Was haben die nur für eine KI gemacht? Das ist ja zum Schämen. Ne? Wieso tun die die Sachen kaufen? Die müssen ja die vor der Schlacht kaufen und keine Einheiten dran. Wieso? Ist das ein Bug oder was ist das? Hier sind... Ah, das sind die von den... Ja, toll. Und jetzt? Warten. Dämmchen drehen. Müssen wir ihnen das Tor öffnen? Das kann man doch irgendwie... Ich möchte die Tore geöffnet haben. Die kommen nicht mal. Ja, das können wir vergessen. Warten wir noch eine Runde. Oh Gott, diese Berechnungen. Sowas von dumm. Ja, müssen wir jetzt den Erben sterben lassen, oder was? Ach komm, lad endlich. Voll. Ah, das Spiel nervt mich jetzt. Schlimm, wie die. So, dann warten wir halt noch eine Runde. Können wir wirklich nichts ausbilden? Was ist denn das für eine schwache Stadt? Schlimm sowas. So, wir setzen jetzt alles auf, Ding. Wir machen uns halb bankrott. So. Wir konzentrieren uns sowieso hier nach unten. Sonst müssen wir halt einen töten lassen. Wo ist der Erbe? Hier ist der Erbe. Ja, der hat genug Kind. Ja, der ein Kind hatte. Aber und ein Enkel. Ach Gottchen. Immer noch keine Verbindung. Bündnis abgelehnt. Okay, und jetzt? Ja, Waffenstillstand, auch schon gemerkt. Handelsrechte. So, nächst. Alchemistengilde.
In Antiochia, gut. Waffenstillstand. Und das nehme ich mit größtem LOL. Danke für eure LOL. Die wollen Waffenstillstand. So, jetzt haut bitte ab und greift mich nicht mehr an. Das ist ja schlimm. So, hier haben wir ein Ratshaus. Das ist schön. Das ist sehr gut. Öffentliche Bäder. Zuerst wäre natürlich nicht schlecht. Ja, nehmen wir. Gut, Rathaus. So. Was haben wir hier neu? Einen Kaufmann in Antiochia. Die Kamele bringen nicht viel. Wir gehen. Na, den. So, geht's jetzt besser? Immer noch nicht. Wenn wir den hier hin tun. So. Raus, ihr Deppen. Erteilt mir einen Befehl. Befehle, Eure Majestät. Erteilt mir einen Befehl. Befehle, Befehle. Ja. Sultan. So, das reicht. Sehr schön. Na, was macht ihr jetzt? Hä? Das Problem, wie lautet sein Name? Vernichte ich eine Person oder einen Ort? Wir töten jetzt den. Ja, Herr. Wer hat euch enttäuscht? Haha, wir haben es geschafft. Das Problem, sehr schön. Wer hat das Merkmal? Meistermeuchler. Jetzt heißen wir Kaiser Alexander der Mörder. Sehr schön. Das freut uns doch. Ja, hoffentlich greifen die jetzt hier nicht an. Die haben so viele Truppen. Ja, schlechte Truppen. Sklaven. Sudanesische Schützen. Da müssen wir schon mit mehr Soldaten irgendwann mal kommen. Komm. Ah, schaffen wir bis nächstes Mal. So. Ja, mein Herr. Wir müssen der Straße weiter. Hier haben wir Grand Namaqualand. Okay. Komisch. Amalapat. So, schauen wir mal, was es mit denen, was mit denen los ist hier unten. Es geht noch ein bisschen. Und hier oben haben wir gemacht. Können wir schon mal weiter. So, der Meuchler hat jetzt momentan nichts zu tun. Gehen wir hier nach oben. Und in Konstantinopel haben sie Strike. Oh Gott. Diese Diplomaten mal wegtun, hey. Alle ermorden. Die haben Sklaven, oh Gott. Die Stadt versklavt. Ich diene einem anderen Meister. Und mit dem müsst ihr reden. Die haben alles Schützen. Wisst ihr, wie teuer die Schützen sind? Oh Gott, seid ihr dumm. Ja, die rüsten natürlich jetzt auf. Das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Ich denke, die sind auch im Krieg, hoffentlich. Mogulreich. Ja, die sind im Krieg, das ist gut. Eure Befehle, edler Herr.
Dann müssten wir sie eigentlich nicht angreifen. Aber wir wollen ja hier durch. Da müssen wir sie angreifen. Wir sind böse Leute. Die haben gar nicht mehr so viele Truppen. Alle sind hier oben wahrscheinlich. Zum Beispiel hier. Da möchte ich schon noch den Spion haben. Den lassen wir jetzt hier. Und ja. Hier könnten wir noch was bauen. So, und hier auch. Hier bauen wir schon etwas. Und hier können wir auch noch was bauen. Eine Kirche. Na, was ist jetzt los? Zieht ihr ab wieder? Ja, sie ziehen ab. Geht doch. Mission gescheitert. Peter Katzimetz, ist mir doch egal. Fürst von Antiochia. Nice. Minus 6 Unruhe. Das ist mal doch geil. Da bekommen wir, wenn wir einen in einer Stadt haben, tun, zum Beispiel ja Antiochia, den Adelsding, oder? Da bekommen wir mehr Bonus. Also in Thessaloniki machen wir ritterliche Stelle. Hier auch, bitte. Oh, wir haben keine. Ja, hier müssen wir nichts machen. Ah ja, in Antiochia könnten wir noch etwas machen, aber. Nee, machen wir jetzt nicht. So. Und ich denke, die greifen uns wahrscheinlich dann an hier. Da bilden wir ein paar Leutchen aus. So. Wir greifen die Stadt frontal an. Wir lassen doch auch nicht auf das aus. So. Wir brechen durch alles durch. Wir killen alle. Jetzt habe ich fast vergessen, den Part zu beenden. Ich mache es jetzt gleich kurz. Und dann fängt die Schlacht an. Die wahrscheinlich leicht wird. Mal schauen. Bis gleich.